So, ihr ringt seitwärts, Name links. Achtung, bis halb. Rundschritt fangen wir an. Eins, zwei, drei und seid wie. Wir machen einen Film zum Thema Treue. Wiegeschritt, Cha-Cha seid, Wiegeschritt, Cha-Cha seid, Wiegeschritt. Letztes Mal den Wiegeschritt. Ich finde also schon, wenn ich eine Freundin habe oder so, dass ich zum Beispiel mit der, also nicht gerade, da ich keine andere Mädchen anschaue oder so, aber ich finde ganz einfach, dass man dann schon ein bisschen die Beziehung halten soll und nicht einfach da alles durcheinander werfen. Cha-Cha seid letztes Mal gerundschritt, seid Wiegeschritt. Cha-Cha seid Wiegeschritt. Wenn man sich eine Freundin zulegt, dann soll man auch vorher, wenn man das so sagen kann, sollte man auch vorher sie lang genug kennen, um zu wissen, dass, ob sie was von Treue hält oder nicht. Zweites Mal Cha-Cha seid, drittes Mal Cha-Cha seid, letztes Mal gerundschritt, seid Wiegeschritt. Cha-Cha seid. Das gehört irgendwie zur Frausitzung. Das gehört automatisch dazu. Wie geschritt, Cha-Cha seid, wie geschritt, Cha-Cha seid, wie geschritt, Cha-Cha seid, letztes Mal Promenade. Erstes Mal Cha-Cha seid, zweites Mal Cha-Cha seid. Treue ist zeitlos. Treue ist immer aktuell, oder? Es hat altmodisch. 1919, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, versprachen sie sich die Treue. Das Ehepaar Witschel heiratete. Jetzt feiern sie, nach 65 Jahren, eiserne Hochzeit. Sie leben mit ihrer Tochter in Bamberg. 65 Jahre verheiratet. Zwei Menschen, die lebenslang und eisern zueinander halten. Sehr verehrte Frau Witschel, lieber Herr Witschel, es ist für mich als Oberbürgermeister der Stadt Bamberg eine ganz besondere Freude und eine große Ehre, Ihnen namens des Stadtrates, der Bürgerschaft und auch persönlich zu Ihrem bevorstehenden so hohen Fest der eisernen Hochzeit die allerherzlichsten Glück- und Segenswünsche überbringen zu dürfen. Ich freue mich, dass Sie hier in Bamberg bei uns eine neue Heimat gefunden haben. Ja. Nach der Flucht aus Schlesien zogen die Witschels in die alte fränkische Stadt. Ich bin eigentlich immer wieder erstaunt, wie oft mir gerade bei solchen Besuchen Harmonie, Einklang, Einvernehmen fast körperlich spürbar entgegenströmt. Ich denke oft darüber nach, wie man das der mittleren und der jüngeren Generation vermitteln könnte. Dass sie einmal in Bamberg eiserne Hochzeit feiern würden, daran haben die Witschels zu Beginn ihrer Ehe nicht gedacht. Sie hatten sich gern, ein Krieg war vorbei, sie waren allein. Wir hatten ja beide keine Eltern mehr, die Eltern waren tot und da hat man sie, mein Mann kam aus dem Krieg und da hat man sich gesagt, na, da heiraten wir. Ja. Und da halten wir zusammen. Und das haben wir ja auch bis jetzt getan. Die Treue zweier Menschen ruft Rührung hervor. Klarheit, Sicherheit, Ordnung in den Gefühlen. Der Treuebruch, die Untreue, gilt seit Jahrhunderten als schwerste Störung menschlicher Beziehungen. Im Bamberger Dom ist die Geschichte der angeblichen ehelichen Untreue der heiligen Kaiserin Kunigunde verewigt. Der Leiter des Diözesanmuseums, Dr. Neundorfer. Die Pflugscharprobe der Kaiserin Kunigunde, die auch das Gottesurteil genannt wird, gehört zu den bekanntesten und wichtigsten Darstellungen Riemenschneiders am Grabe. Gemeinhin wird hier berichtet, wie es in den Legendenbüchern aufgeschrieben ist, dass die Kaiserin Kunigunde der Untreue bezichtigt wurde und sich deshalb vor dem Kaiser und seiner Begleitung einem Gottesurteil unterziehen musste, in der Art,
dass sie barfuß über glühende Pflugscharen schreiten musste. Kunigunde tat dies, sie kam unversehrt am anderen Ende der Pflugscharenreihe an. Glühende Pflugscharen unter dem Fuß, um eheliche Treue zu beweisen? Kaiser Heinrich II. Hätte im frühen Mittelalter durchaus die Wirkung attraktiver Männer auf seine Frau mit einem Gottesurteil prüfen lassen können. Die Frage ist, ob er es tat. Kaiserin Kunigunde bekam keine Kinder. Als altes heidnisches Hilfsmittel galt in solchen Fällen ein Kultgang über Pflugscharen. Pflugscharen als Fruchtbarkeitssymbol. Trotzdem, im Volksglauben hielt sich die Pflugscharprobe als Prüfstein kaiserlicher Frauentugend. Es scheint besonders aufregend zu sein, darüber nachzudenken, ob eine heilige Kaiserin ihren Mann betrog. Dass es in Wirklichkeit jedoch um ein Fruchtbarkeitsritual ging, ist für Dr. Neundorfer erwiesen. In meinen Augen ist dies sogar ein Zeichen für die Treue, geradezu für die Treue, denn die Bewältigung eines Schicksals, eines ehelichen Schicksals, hat doch wohl in jedem Fall mit Treue zu tun. Die sich täglich im Dom drängenden Besucher kennen die neue Interpretation nicht. Die Fremdenführer erzählen noch die alte Legende. Jahrhundertelang war Treue, vor allem zwischen Liebespartnern, Erwarten und Versprechen sexueller Ausschließlichkeit. Ingrid Nolle ist Hausfrau. Sie und ihr Mann Uli leben in Braunschweig. Er ist Informatiker und Hobbyfußballer. Die Nolles sind seit 13 Jahren verheiratet. Sie lieben sich und sind sich treu. Ich bin der Meinung, dass der Begriff Treue Verpflichtung in sich birgt. Nach meinem Verständnis eine freiwillige Verpflichtung, die man auf eingeht. Und insofern ist das schon ein Gegensatz zu einer, sag ich mal, großzügigen persönlichen Verwirklichung dann. Wenn man jede Art von Freiraum versucht zu genießen, dann meine ich, steht das schon in gewissem Sinne im Kontrapunkt zu dem Begriff Treue, so wie ich ihn verstehe. Ich meine, man muss nur das als Teil seiner Selbstverwirklichung sehen, dass man diese Pflicht auch bereit ist, auf sich zu nehmen, weil es ist eine Verpflichtung in meinen Augen. Man kann nur Verantwortung letztlich auf sich nehmen und eine Partnerschaft aufbauen, wenn eine gewisse Sicherheit da ist, dass man auch in Krisensituationen halt dem anderen hilft, als Partner da ist, also in dem Fall dann Treue ausübt oder Treue lebt, sag ich mal so. Und das ist sicherlich dann auch eine Einengung. Aber das muss man halt akzeptieren. Dieses Eheverhältnis ist für mich eigentlich nur dadurch intakt und schön, dass ich mir selbst treu bleiben kann. Ich bin ja nicht meinem Mann treu in dem Sinne. Das ist nicht das, was ich unter Treue verstehe. Es ging mir ja darum, auch in der Partnerschaft, in der Ehe, ich selbst bleiben zu können. Ja, das wäre dann. Das ist zum Beispiel die Treue, die ich meine. Ich bin jetzt nicht verheiratet und mache, was er will und passe mich an und tue, sondern ich bleibe ich irgendwo. Da gibt es gewisse Abstriche. Ich glaube, das ist auch das, was Uli gerade meinte, die man machen muss, um das Zusammenleben irgendwo gestalten zu können, um überhaupt klarzukommen. Aber dann gibt es Dinge, die gehen an die Substanz, an die Basis. Und da bin ich und da ist der Uli. Und da sind auch zwei unterschiedliche Meinungen oftmals. Und ich kann nicht nur, weil er mein Mann ist, jetzt sagen, das ist auch meine Meinung. Sondern er muss einfach akzeptieren, die ist so, die bleibt sich auch treu. Die kannst du da nicht anders machen oder so. Und deshalb heißt das noch lange nicht, dass wir uns dann trennen oder dass die Ehe kaputt gehen muss. Diese Akzeptanz, dass man sagt, der andere, der ist eben so und der kann in der Partnerschaft so bleiben und sich weiterentwickeln. Ich habe eigentlich gedacht, diesen Begriff Treue etwas zu erweitern dadurch, dass man sagt, Mensch, es geht wirklich nicht nur darum, ob wir miteinander schlafen und nicht mit dem anderen, jeder wie er will, sondern dass ich sagen wollte, das ist für mich alles Treue, dass ich selbst bleiben kann. Man muss sich natürlich auch auf sich selbst verlassen können dabei. Denn sonst ist die Aussage, die ich heute mache,
eine andere als die, die ich morgen mache, oder ich lebe morgen anders und dann bin ich auch nicht, wie soll ich sagen, ausrechenbar. So, dann meine ich, kann ich das an Vertrauensverhältnis auch schlecht darstellen oder schlecht leben, wenn ich mich wende. Und das ist das, was Ingrid mit Selbsttreue an sich meint. Da pflichte ich ihr an sich voll bei. Das ist interessant, einfach mal zu überlegen, ob was jetzt in dem Begriff Liebe mehr Emotion steckt, mehr Emotionalität, einfach nichts Rationales, und ob in dem Begriff Treue vielleicht mehr Rationalität steckt. Lieben kann ich ja auch mehr Leute. Ich kann ja nur nicht nur dich lieben. Ich kann ja auch noch, was weiß ich, jemand anders lieben oder so. Richtig. Aber ob ich mit jemand anders noch zusammenleben kann, das ist ja was ganz anderes. Wenn mir jemand über den Weg laufen würde und ich hätte die Chance, mit dem zu kontakten, den näher kennenzulernen, und er würde mehr Ebenen abdecken als mein Mann, sagen wir mal fast mein Idol oder den Mann, den ich mir immer gewünscht habe. Das passiert dann einfach und dann hat derjenige, der diesem Menschen begegnet, Glück gehabt und der andere ist allein. Och Mann! Wir können uns nicht ewig treu sein. Unter Umständen lernt er wirklich mal seine Traumfrau kennen. Dann kann er doch nicht sagen, nur weil du jetzt 20 Jahre mit mir zusammen gelebt hast, oder ich kann dann nicht sagen, nur deshalb bleibe ich jetzt bei dir. Das ist eine Situation, die einfach entstehen kann und passieren kann. Und da ist einer im Nachteil, ganz offen. Ich weiß nicht, ich kann das schlecht sagen, das hat mit Treue nichts zu tun. Ja doch, in dem Fall vielleicht, dass ich dann sagen würde, okay, das kann ich mir nicht alles verkneifen, was mich da jetzt innerlich so ankommt. Ich bleibe mir treu und nehme jetzt den anderen. Die Freiheit, wählen zu können, hält Ingrid für selbstverständliches Recht. Sie glaubt aber nicht, dass sie es einmal in Anspruch nimmt. Diese Situation ist so unrealistisch. Ich weiß nicht, dieser andere Mensch, der mir nun plötzlich so gut gefallen soll und so viel mehr Belange abdecken soll als mein Mann, der kann das ja nicht zeigen, indem er mich kennenlernt. Das heißt, ich muss von mir aus ja erstmal bereit sein, dem die Chance zu geben, das zu zeigen, wie nah er an mich rankommt. Und da würde ich sagen, bin ich wieder bei mir angekommen, inwieweit bin ich überhaupt bereit oder inwieweit bin ich vielleicht unzufrieden oder nicht befriedigt in meiner Ehe, um das einem anderen Mann zu erlauben, mir das überhaupt zu zeigen. Ich flirte unheimlich gern, aber ich merke auch, ob ich weitergehe als flirte und wenn ja, wann ich das mache. Und dann sage ich mir doch nicht, jetzt probiere ich den erstmal aus, sondern dann gehe ich doch zuerst zurück zu dem, den ich schon lange gern habe und fange da an zu arbeiten. Und da bin ich nämlich doch wieder bei der Treue. Wenn das stimmt, was wir zusammenleben, dann gibt es das eigentlich gar nicht. Mirko, Gott sei Dank ungeplant gekommen, hat uns auch sehr geholfen. Weil man dann ja wieder anfängt, schon einem anderen Menschen was vorzuleben, einem Menschen, den man einfach in die Welt gesetzt hat und dem man auch eine Chance geben muss. Da haben wir also auch sehr davon profitiert, dass wir also das Kind hatten. Und das ist eine Sache, die schon eine Generation irgendwie dauert, um da was zu erreichen. Und von daher sind Kinder einer der wichtigsten Aspekte, um jetzt in dem Sinne was verändern zu können oder das Kind selbst fähig zu machen, das zu leben. Und das ist halt ein sehr langwieriger Prozess. Da sind wir dann auch wieder bei der Treue, dass wir sagen, wir machen jetzt nicht wie alle machen, weil wir dabei besser fahren, sondern wir vermitteln unserem Kind oder versuchen zu vermitteln, dass es einfach wichtigere Dinge gibt, wie zum Beispiel die Liebe oder die Treue. Die wahre, die selbstlose Treue gab immer Stoff für Geschichten. Im Mittelalter soll es gewesen sein, dass in Weinsberg bei Heilbronn ein Beispiel für echte Treue geschah. Die Ritter einer Burg waren besiegt, vom Feind eingeschlossen. Nur die Frauen erhielten freien Abzug. Auf ihren Rücken durften sie mitnehmen, was sie schleppen konnten. Dann waren die Frauen so listig und hat jede, statt dem Hab und Gut, hat jede ihren Mann auf den Rücken genommen und hat ihn zur Burg rausgetragen. Deshalb hat die Burg den Namen Weibertreu. Wir heißen uns die Treue Weibergruppe und machen sehr viele Festsiege mit. Und da tragen uns die Frauen wie einst und je uns Männer auf dem Rücken. Wir wollen dann keinen Hokuspokus draus machen, wir wollen immer sehr ernst bei der Sache sein. Und es ist auch ganz gut in der heutigen Zeit, dass man den Leuten etwas von Treue zeigt.
Denn diese Begriffe sind ja in unserer moderner Zeit ziemlich abhanden gekommen. Die Frauen, die waren ja so treu und haben ihr Gehaben gut zurückgelassen und hat jeder ihren Mann genommen. Das war ja das höchste Gut für die Frauen. Ich glaube, wenn es drauf ankommt, wird wieder jeder ihren Mann runtertragen. Die Frau als totaler Besitz, ja sogar als willenloses Werkzeug in der Hand des sie beherrschenden Mannes. Man könnte es für ein absonderliches Missverständnis halten, wenn es nicht so häufig vorkäme, in Dichtung und in Wahrheit. Die Frau ein treues Objekt. Operninszenierung Othello in Gelsenkirchen. Die Treue hatte schwer. Allzu romantisch wirkt sie altmodisch, als brutaler Besitzanspruch ist sie abstoßend. Versuche, die Treue positiv zu beschreiben, landen oft im Kitsch. Ach, Geliebte. Wirst du mich auch nicht vergessen? Wie könnte ich? Aber vielleicht vergisst du mich unter der Sonne des Südens? Oh nein, ich werde dich nicht vergessen. Jetzt nicht. Nie. Ich werde träumen von dir, nachts und am Tage. Dir Oliven pflücken und Rosmarin zupfen. Ihre Umarmung wurde immer heftiger und beide versanken in einem tiefen, langen Kuss. Natürlich wird sie ihn nicht vergessen, sie wird ihm treu bleiben, ihm, dem Frauenarzt von Bischofsbrück. Der Frauenarzt von Bischofsbrück, das ist auch der Titel einer Satire-Serie, einer Trivial-Satire-Serie des Süddeutschen Rundfunks. Rund 700 Folgen sind da mittlerweile produziert worden und wir beiden haben uns das ausgedacht. Das ist die Geschichte der selbstverständlich anrührenden Liebe eines jungen, sympathischen Frauenarztes zu einer ebenso selbstverständlich sehr schönen und zarten, verwitweten jungen Gräfin. Natürlich kriegen sie sich am Schluss, aber sie müssen bis dahin eine ganze Menge Abenteuer bestehen. Mit der Mafia und dem Klerus bei der Fußballweltmeisterschaft in Amerika, bei der Präsidentschaftswahl, jetzt dann auch im Wilden Westen und selbstverständlich auch mit schönen, verführerischen Frauen und attraktiven Männern. Ja, insofern spielt die Treue, die Liebe eine ganz besondere Rolle in der Beziehung dieser beiden. Wir haben so herausgefunden von den Hörern, die uns angerufen, uns geschrieben haben, dass dieses Problem Treue, Liebe für sie ganz besonders wichtig ist und dass sie fasziniert waren, wie die beiden, der junge sympathische Frauenarzt und seine Geliebte, das gelöst haben. Denn es hat einen Moment gegeben, da war dieser junge sympathische Frauenarzt nicht ganz so treu, wie er vielleicht hätte sein sollen. Und das haben uns die Hörer doch sehr übel genommen. Denn zum Bild des edlen Helden, da gehört eben wohl, dass man treu ist der Angetrauten oder der Geliebten. Und zwar jetzt und immer da. Es wird in 100 Jahren wieder so ein Frühling sein. Jahre lang gut betreut. Dafür sind wir hierher gekommen, um dir allen herzlichen Dank zu sagen. Eine Bitte haben wir, wenn du jetzt nun zu deiner Tochter gehst nach Buxdorf, vergiss deine Bamberger nicht. Werde ich nie vergessen haben. Bleib gesund und komm ab und zu einmal wieder runter. Wieder zu uns. Anni Rost war mit dem Gasthaus Geier im Bamberger Spiegelgraben verwachsen. Ihr Leben lang hieß sie nur die Geiers Anni. Ist sie besonders treu? Hat sie Treue angestrebt, als sie ihren Beruf begann? Oder hat es sich ganz einfach so ergeben? Die Urgroßmutter von der Ruth,
Es war mein Vater seine Cousine und da bin ich natürlich als junges Mädel da reingekommen. Und da bin ich ewig geblieben. Hab dann die Wohnung im Haus gekriegt, wir haben geheiratet und immer war ich halt da. Hab mir jeden Stress mitgemacht. Und da ist von früh bis in die Nacht gegangen. Nicht, dass wir da 8 Stunden geschafft hätten oder gar 35 Stunden gewonnen. Da haben wir uns 16 Stunden gemacht, ne? Ja, nebenbei die Fremdenzimmer mitgemacht. Nicht allein bloß bedienen, ne? Da haben wir alles mitgemacht, ne? Denn das konnte sich früher keine leisten, extra Bedienungen und extra Küche und extra Zimmermädchen und so. Ja, da musste man alles, wenn ein bisschen Freizeit war, dann hat man das wieder gemacht und dann noch das gemacht. Ne? Und so war das eben früher. Ne? Mit 16 Jahren bin ich in Gastwirtsbetrieb gegangen schon. Und seitdem immer in Wirtschaften gewesen. Anni Rost hat trotz Ehe und Kindern ein Leben lang Gäste bedient. Sie ist eine treue Seele. Weshalb kam sie bei so viel Dienen nicht zu kurz? Es sind jetzt 4 Generationen von dem Haus, wo ich von einer Generation zur anderen immer mitgemacht habe. 4 Generationen. Wir hatten nie Streit im Haus, nichts war da. Ne? Es war schon Treue. Wenn wir Sonntag, Vormittag um 11 Uhr fortgehen und gehen nach Stegauerach, und dann gehen wir einmal nach dem Alm rausschütten. Und dann gehen wir einmal unterwegs meinen Weg nach Memmelsdorf. Die letzte Station ist Gaie. Das ist Treue, weil wir da alle wieder zusammenkommen. Und uns gegenseitig die Treue halten. Wir halten eben die Treue und halten zusammen so, wie wir uns das vorstellen, wenn einmal einer fehlt und wenn es uns die Anne fehlt. Dann bedauern wir das und es ist schön, dass sie uns so lange Jahre treu geblieben sind, treu geblieben ist und sie kann auch sagen, es ist schön von euch, dass ihr mir so treu geblieben seid. Ein treuer Husar, der liebt sein Mädel ein ganzes Jahr, ein ganzes Jahr und noch viel mehr. Die Liebe nahm kein Ende mehr. Ein ganzes Jahr und noch viel mehr. Husaren und andere Soldaten verpflichten sich zu weit mehr als zu privater Treue. Feierliches Gelöbnis bei der Bundeswehr im fränkischen Maßbach. Auf gerade! Aus! Zur Fahne, Augen, Licht! Soldaten, sprechen Sie mir zum feierlichen Gelöbnis nach. Ich gelobe. Ich gelobe. Der Bundesrepublik Deutschland. Der Bundesrepublik Deutschland. Treu zu dienen. Und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Treue zum Vaterland kann tödlich sein. Schaufensterpuppen in amerikanischer Uniform erinnern an die Schlacht im Hürtgenwald. Rund um dieses Museum in der Eifel starben gegen Ende des Zweiten Weltkrieges 68.000 Amerikaner und Deutsche. Übrig geblieben und museumsreif sind Kleider und Wappen. Ein Privatmann stellt sie aus. Die deutschen Lanzer stehen im Museum noch einmal an der Front. Die gefallenen ehemaligen Besitzer der Uniformen und Helme waren getreu bis in den Tod. Treue
Treue als staatsbürgerliche Pflicht. Das klang im Untertanenstaat selbstverständlich. Kaiser Wilhelm ließ dafür am deutschen Eck zwischen Rhein und Mosel bauen. Nimmer wird das Reich zerstört, wenn ihr einig seid und treu. Ich sah dir in die Augen, mein holder Schatz, mein Lieb. Ich sah dir in die Äugelein, mein holder Schatz, mein Lieb, indes der alte Vater Rhein ein mahnend Brieflein schrieb. Habt Acht, was immer mag geschehen, wir wollen treu zusammenstehen. Jungen wie die Alten, dann wird uns Gott erhalten. Wer liebt noch bis in solcher Zeit, wir müssen einig sein. Texte aus der wilhelminischen und nachwilhelminischen Ära sind natürlich bei den jungen Leuten überhaupt nicht mehr gefragt. Da steckt natürlich ein Treuebegriff drin, den wir so in dieser Form wohl heute nicht mehr übernehmen können. Wir haben dann diese Bedenken aber zurückgestellt, weil wir doch meinen, dass man auch einmal solche Chöre singen sollte alleine, weil man dann vielleicht auch ein besseres Verständnis für die vergangenen Generationen entwickelt. Dann wird uns Gott mal von den Rheinländern sprechen darf. Die Rheinländer sind sich eigentlich immer treu geblieben in ihrer Liebe zu ihrem sehr schönen Land, zu ihrer Heimat, in ihrer Weltoffenheit, in ihrem Frohsinn. Wenn man als gebürtiger Rheinländer sich selber treu ist, ich glaube, dann kann man dem Treuebegriff auch einen neuen Sinn abgewinnen. Die Braut ist 61, der Bräutigam ist 76. Spätes Treueversprechen und dann mit Mut in eine funkelnagelneue Wohnung. Beide waren verwitwet, beide wollten nicht alleine bleiben. Die Wohnung des Ehepaars Sander ist seniorengerecht und liegt in Wuppertal-Barmen. Sie wollen darin bleiben, auch wenn einer von ihnen pflegebedürftig wird. 6:39 Uhr von Ihnen am ersten. Ja, wir schauen noch nicht gut aus, aber wird schon werden. Als Mitglieder im kämpferischen Seniorenschutzbund Graue Panther sehen sie beide Treue durchaus auch politisch. Man kann so tun, als wäre man treu und ist trotzdem falsch. Auch das gibt es unter den Menschen. Und ich glaube, man könnte darunter eine ganze Kategorie von Menschen staffeln, die so tun, als wären sie treu, ihrem Eid treu, ihrem Gelöbnis treu, und sind es aber doch nicht. Ich möchte da einen ganzen Teil Abgeordneten drunter stufen. Wenn man diese Friedensorganisation, ich kenne da auch sehr viele, eben durch die Graue Panther, wenn man sich mit diesen jungen Menschen unterhält, die stehen so fest zu ihren Idealen. Die sind bereit, so viel Opfer dafür zu bringen. Und wenn Tage und Nächte dort, ist doch ein gewissen Teil der Treue. Ne? Wenn ich für das, was ich will, einfach feststehe, wenn noch so hart kommt, wenn die Polizei kommt, die 10-mal wegschleppt, die sitzen wieder auf dem gleichen Ort, die machen weiter. Sie ne? bleiben treu. Ich finde das einfach ganz Ziel. Wunderbar. Ne? Das Ziel, was sie gesetzt haben, das bleiben sie treu. In Wuppertal, im Bergischen Land, ist das Zentrum der Grauen Panther. Bei einem Clubabend mit Tanz lernten sich die Sanders kennen. Von da an lief alles ganz so wie bei verliebten jungen Leuten. Da sagte er zu mir, probier doch mal den Ring an, ich habe dir ja den Bad mitgebracht. Ich sagte, wir zwei, wir sind verlobt. Ja, da war ja was los. Da wurde sofort Verlobung gefeiert mit Sekt und so weiter. Ja, und dann haben wir dann geguckt, ob wir schnell heiraten konnten. Und wie wir beim Standesbeamten waren, da sagte der Standesbeamte zu mir, wir sollten auch treu zusammenhalten. Wir müssten ja denken, wir wären jetzt schon älter.
Und wir müssen vor allen Dingen jeden Tag bewusst leben. Ich sage, wem erzählen Sie das eigentlich? Der Mann ist älter. Ich habe viel mitgemacht. Ich war ja schon durch meine Krankheit schon halb beim Jesus. Oben, ich sage, ich lebe jeden Tag bewusst. Können Sie mir abnehmen? Ja? Und deshalb tue ich ja auch alles für meine Frau. Ich kann ihr das aus den Augen ablesen. Ja, wir waren ja, wie wir jetzt in Spanien zum Beispiel waren, dann gingen wir durch die Geschäfte und ich habe ja früher mir nicht viel erlauben können, weil ich ja eben sehr wenig Geld kriegte. Ich kriegte Erwerbsunfähigenrente. Ich musste mit 58 schon in Erwerbsunfähigen gehen. Da kriegte ich 210 Mark Rente. Und Sozialhilfe. Dass davon natürlich nicht viel überblieb, wenn sie drei Kinder auf die Schule schicken und denen was lernen lassen wollen, ist ja wohl ein klarer Fall. Nun geht's auf einmal, hatte ich halt Geld durch meinen Mann. Und ich sah da, weil ich kriegte große Augen. Ne? Und wenn mein Mann, der beobachtet das dann immer, sagte, ich kann einfach nicht Nein sagen, wenn du so glänzende Augen hast. Ich sag, ja, Schatz, das musst du dir abgewöhnen. Ja, das ist aber, das sieht genauso aus, als wie beim Kind. Als wenn sie ein Kind vor sich hätten, ne? Wenn die glänzende Augen bekommt, da kann man doch nicht Nein sagen, ne? Dass wieder mehr mit allem Drum und Dran geheiratet wird, dass junge Leute wieder auf Liebe und Treue setzen, die Sanders beobachten ist. Dass Treue über körperliche Besitzansprüche weit hinausgeht, halten sie allerdings für eine Erkenntnis zunehmender Reife. Die meinen nur, das wäre Sexsache. Aber das ist gar nicht Sexsache. Bei uns ist das ganz was anderes. Da spielt der Sex nur eine neben- oder eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist, dass wir uns beide verstehen und beide immer, in jedem Fall, ob das jetzt Anschaffungen sind oder ist sonst irgendwie was, auch in kritische Situationen zusammenstehen und immer alles auf einen Nenner bringen. Bei uns wird alles ausgeredet. Das Ehepaar Sander hat erfahren, dass die Verpflichtung zur Treue letzten Endes nicht Belastung und Enge bedeutet. Sie würden sich immer wieder füreinander und immer wieder für die Treue entscheiden. Man soll mit dem Wort Liebe und auch mit dem Wort Treue nicht allzu leichtsinnig umgehen. Das sollte man sich ganz gut überlegen. Ich könnte mir nicht vorstellen, ich war auch jung, aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich einen Menschen kann ich nur lieben, das andere ist Verliebtheit. Und das wird zu schnell verwechselt. So ein bisschen Gockel, ne? Desdemona auf der Bühne des Gelsenkirchner Theaters wird sterben. Sie soll ihrem Mann Othello die Treue gebrochen haben. Über den von ihm dargestellten betrogenen Ehemann urteilt der amerikanische Tenor Ali Ries. Der untreueste Mensch in dem ganzen Othello ist Othello. Er vertraut Desdemona überhaupt nicht. Er hört jeder andere zu, nimmt alle solche Beweis, ich meine Beweis, das nicht unbedingt stimmt, als wahr. Aber nie geht er direkt zu seiner Frau und in ein sanftes Gespräch fragt sie, was ist los? Ich verstehe den Mann. Und das heißt nicht, dass irgendwann in meinem Leben habe ich nicht diese Gefühle erlebt, aber als junger Mann. Dann sieht man, dass es führt nur zu Selbstzerstörung. Ich finde, die schönste Seite von Treue ist, wenn man das sieht, sehen ist denn schwer zu sagen, als abstrakt. Die Idee Treue ist schön. Das heißt, dass man sagt, ich bin treu zu meiner Frau. Und dann, wenn man zu einer Frau treu ist oder beziehungsweise zu einem Mann treu ist, dann muss man ihm vertrauen. Man geht nicht hoch beim ersten Kleinigkeit. Othello aber ist so, befindet sich in so einer Lage, geistlich und gesundlich,
dass er geht hoch. Für mich selber, das will ich nie tun. Und Eifersucht ist, das passt mir nicht. Das ist zu kindisch eigentlich. Treue ist für mich, wenn ich es ziemlich brutal und ziemlich radikal betrachte, nur ein Ausdruck der Unsicherheit. Also Treue, Eifersucht, Angst hängt für mich absolut eng zusammen. Man bindet den Partner an sich aus Angst eben, wenn er zum Beispiel sexuellen Kontakt zu einer anderen Person haben könnte, dass man ihn dann verliert, voll und ganz. Ich bin von Natur aus rasend eifersüchtig, was mir noch ein anderes großes Problem schafft, ne? Weil ich mag, dass ich eben meine Ideale, die ich wirklich erreichen will, vielleicht nicht so in die Tat umsetzen, oder dass es für mich unheimlich schwierig ist, die in die Tat umzusetzen. Aber ja, ich bin also immer noch am Probieren. Ne? Ich grübel da ziemlich lang drüber und rede mit ihm auch unwahrscheinlich. Wir haben in den 3 Jahren unwahrscheinlich oft drüber gesprochen. Ne? Gerade wie das mit Treue oder Eifersucht oder persönlicher Freiheit aussieht. Ne? Sabine ist 19 Jahre alt, ihr Freund Reiko 23. Sie wohnen in Schorndorf bei Stuttgart. Ich könnte viel lockerer argumentieren und viel klarer Forderungen stellen, sagen, so will ich's, wenn ich selber so eindeutig wäre. Ne? Da ich aber für mich schon die Freiheiten brauche und jetzt weiß, dass ich sie will und auch irgendwie erreichen möchte, auf der anderen Seite aber noch so an das alte Schema anlehne und mir denke, ach, wäre doch schön, wenn er mir treu wäre oder so. Ne? Oder ja, dass mich Schmerz erfüllt, wenn ich dran denke, er könnte jetzt mit jemand anders schlafen. Ne? Das macht es mir natürlich auch schwer, glaubhaft zu sein. Man erpackt mich da auch jedes Mal dran. Was würdest du sagen, wenn ich das tun würde? Und dann kann ich immer sagen, ja, wir sind halt verschieden, so vom Charakter oder so, ne? Oder sagen, das hat nichts mit meinen Idealen zu tun, ne? Wie ich dann selber engstirnig vielleicht handle, viel engstirniger als er es vielleicht tut, ne? Weil vielleicht ist er doch der Tolerantere oder der, weil er mit seinem Verstand irgendwo doch besser seine Gefühle lenken kann. Ich kann das oft nicht. Ich lasse meine Gefühle freien Lauf und danach denke ich, was hast du gemacht, ne? Wieder und fange dann an zu denken. Ich bin fertig mit der Schule jetzt seit 3 oder 4 Wochen mit dem Abitur. Ich werde jetzt vorläufig mal so ein bisschen rumjobben. Was ich eigentlich möchte, ist eben immer wieder hierher zu kommen, ein bisschen zu arbeiten und dann das Geld dazu benutzen, immer wieder ein bisschen fortzufahren, mit einem anderen Teil der Welt anzugucken. Dass ich jetzt die Pläne habe, fortzufahren, das ist eigentlich relativ neu oder frisch geboren. Und wir sind jetzt vielleicht auch gerade dabei, es ist eine ziemliche Problematik für uns auch jetzt, nachdem wir 3 Jahre so eng zusammengesteckt sind, uns eigentlich auch für uns beide zum, ja, sexuelle und sonstige Treue eben. Es war für uns beide relativ klar, dass es so läuft, aber es kam irgendwo immer wieder Anstöße, da haben wir uns überlegt, hoppla, das ist, irgendwas stimmt da nicht ganz, ne? Da gibt es noch was anderes, was vielleicht besser ist für uns, was aber ziemlich schwierig ist zu erreichen, ne? Gerade wegen den Ängsten und der Eifersucht. Man könnte den Partner ja ganz verlieren oder die Vergleiche zu anderen, waren die jetzt besser, gefällt die ihm besser oder gefällt der ihr besser, ne? Und wir sind gerade im Moment noch mitten in der Diskussion um Fortgehen. Wie verkraftet es der eine Partner, weil der hier bleibt, hat es irgendwo immer schwieriger. Ne? Ich meine, das ist wahrscheinlich nur auf dem Wege zu erreichen, einzusehen, dass Treue im herkömmlichen Sinne ziemlich verlogen ist. Was man so gemeinhin unter Treue versteht, würde ich sagen, das ist nichts anderes als den Besitzansprüchen, den lastenden Besitzansprüchen des Partners zu entsprechen. Mhm. Aber auch wirklich nichts anderes. Und die eigenen abzugeben, ja. Und natürlich, also beidseitig, das ist klar. Und ich glaube, da muss man eben einsehen, dass Treue in Wirklichkeit was anderes ist. Dass man wirklich dem Partner durch Toleranz dazu verhilft, sein eigenes Ich zu finden, seine Persönlichkeit zu finden und seine Gefühle, die wirklich in diesem Zusammenhang sehr schmerzhaft sein können, hinten anzustellen und zu tolerieren, dass der Partner eben nicht nur einem selber gehört, nicht mein Eigentum ist, den ganzen Besitzansprüchen eine Absage zu erteilen. Von Anfang an war ich darauf bedacht, Sabine in den Käfig zu bekommen. Ja. Das heißt, aber nicht ohne ihr eigenes Einverständnis. Sie hat aber sehr bald dann gemerkt, dass es nicht ihrem Naturell entspricht und hat dann eben begonnen, da eben wieder rauszukriechen. Ja. Und bei mir war eben auch insofern eine Entwicklung da, dass, oder insofern, als ich gemerkt habe, dass es wirklich
nicht gut, schlecht von mir war, überhaupt sie da reinkriegen zu wollen, ja. So diese alles verschlingende Liebe, ne, die habe ich vielleicht irgendwo auch in mir. Aber eben um sich da, das ist ja diese Diskrepanz, um sich da in Sicherheit zu wiegen, das ist natürlich ein tolles Gefühl, Geborgenheit und so, ne? Das ist keine Treue, ganz sicher nicht. Das ist nur, man genießt die Vorteile, die man eben sieht aus der Geborgenheit, aus der Ausschließlichkeit, die einem der Partner gibt. Es gibt ein enormes Selbstvertrauen, ne? Selbstwertgefühl, ich. Treue muss von innen heraus ganz, ganz freiwillig kommen, ja. Die ist entweder da oder sie ist nicht da. Du meinst aber jetzt keine sexuelle, sondern... Nein, ich meine Treue gemeinhin, ob geistig oder sexuell. Die muss von innen heraus kommen, so wie es bei uns zurzeit ist. Man könnte im Prinzip genauso gut von Liebe reden, ja. Weil das ist ja ein Komplex, der gehört ja unheimlich zusammen, ja. Ob Liebe, Treue oder was, ja, die kann man eben nicht fordern. Liebe kann man nicht fordern. Man genauso wenig, wie man Treue fordern doch, kann. Doch, man kann die vordergründige sexuelle Treue fordern, aber die Gedanken sind immer noch frei, ne? Natürlich kannst du sie fordern, aber es ist nicht was gut, ist sie zu fordern. Es hat keinen Sinn, weil es eben nur fadenscheinig ist, ne, vordergründig. Man erreicht das Gegenteil damit. Was soll man sich da irgendwann mal noch sagen? Wie soll man sich weiterentwickeln miteinander oder füreinander, ne? Das geht nicht, weil man gleitet ab, man gleitet zusammen ab. Erwartungen hat man irgendwo vielleicht immer und Schmerzen wird es einem wahrscheinlich auch immer, wenn der Partner sich für andere Sachen, andere Leute interessiert und man möchte vielleicht mit ihm zusammen sein, er sagt, ich mag heute nicht, ne? Einfach seine Gefühle walten lassen, ja. Und wenn dir der Mensch noch so Schmerzen zugefügt hat, dadurch, dass er vielleicht untreu, in Anführungszeichen, oder sonst was, kann man die Gefühle nicht leugnen, die sind nicht tot zu kriegen. Wir schalten um zum Westdeutschen Rundfunk nach Köln.